Ja, herzlich willkommen zu Montagskohle. Und ich habe überlegt, bei diesem Format möchte ich euch jedes Mal etwas vorstellen, das mir gefällt oder welches, was ich spannend finde, euch zu zeigen und nachzuzeichnen und zu neu interpretieren. Dieses Mal sind es die Fotografien vom schwedischen Fotografen Anders Petersen. Vielleicht kennt ihr ihn ja. Er hat Ende der 60er Jahre das Café Lemnitz in Hamburg fotografiert, also die Leute darin. Er hat eine Welt fotografiert, die es so nicht mehr gibt. Die Fotografien, die Leute darin, das ist so etwas, ja, Wunderschönes. Ich finde es wirklich faszinierend, diese Gesichter, die Augen, die ganzen Geschichten dahinter anzuschauen. Und da ist so viel Story und da könnte man wirklich tagelang zeichnen. Ein bekanntes Bild kennt ihr vielleicht vom Album von Tom Waits, Rain Dogs. Von da an kannte ich dann diese Bilder von Anders Petersen. Wir zeichnen heute dieses Bild. Habe ich mal ausgewählt und ist vielleicht ein weniger bekanntes. Ja, legen wir mal los. Am Schluss des Videos werde ich euch ein paar Tipps geben zur Fixierung von Kohlen, vielleicht noch von Kreide. Da wurde ich auch dazu gefragt. Wie gesagt, am Schluss dazu. Und ich werde versuchen, die Gesichter nicht eins zu eins abzuzeichnen. Das kann ich fast gar nicht. Jetzt hier auf die Schnelle mit der Kohle, sondern wirklich neu zu interpretieren, also beziehungsweise die Ausdrücke, den Ausdruck in den Gesichtern ein bisschen zu verstärken. Mal schauen, wie das gelingt. Ich nehme das ruhig zentriert rein. Grundsätzlich zuerst, dass mal die Perspektive stimmt, dass das die Untersicht da mal stimmt und ihr Gesicht ein bisschen nach unten schaut, beziehungsweise mehr oder weniger gerade schaut. Das sind so die Merkmale, die typisch sind. Und ihre Augen finde ich ganz stark, also der Blick. Und bei ihm sind es natürlich die Lippen, die Nase und auch hier ganz stark die Hand. Also vieles lasse ich auch weg auf dem Bild. Da ist ja viel Platz drumherum. Ich möchte mich da wirklich auf die Gesichter fokussieren. Ist vielleicht nicht optimal ins Bild gesetzt, aber ja, es geht ja mehr um die spontane Zeichnung hier und um den Ausdruck an sich. Wie gesagt, das Realistische ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Mal schauen, was dabei rauskommt heute. Ich möchte auch keine schweren Karikaturen da draus machen. Also keine, nicht irgendwelche, auf eine Art lustig oder sowas. Das schon nicht. Es sollte wirklich nicht karikatiert werden, sondern einfach der Ausdruck in sich verstärkt werden. Diese Art zum Zeichnen erinnert mich ein bisschen an die Anfänge, als ich da wirklich an der Schule da gezeichnet habe abends. Da war ich auch viel freier unterwegs, mit weniger Ballast, Wissen im Hinterkopf. Und da hat man einfach mal gezeichnet, ohne jetzt groß da sich auf die Anatomie zu fokussieren. Oder einfach da, was da ist, zeichnen, was da ist, vielleicht was einem anspricht. Und ist auch so eine Kunst, das Gelernte wieder vergessen zu können. Und sich da einfach dem Augenblick hinzugeben. Jetzt werde ich mal die Kohle brechen. Jetzt brauche ich ein kleineres Stück. Ich habe hier alles lange Kohlestücke. Moment. Ungefähr das. Dass ich da effektiv dunkle Stellen setzen kann. Also alles das, was schwarz ist hier, das werde ich vielleicht andeuten, aber sonst versinke ich ja im Schwarzen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze hier auch noch schwarz machen werde oder mich wirklich nur auf die Gesichter fokussieren, dass das den Rest eventuell einfach in einem leichten Grau andeuten. Wahrscheinlich wird es das sein. Auch hier ist etwas wie die Halspartie, wenn da jetzt eine Untersicht besteht bei einem Model und man sieht da wirklich den Hals und das Kinn, das raufschaut, das ist noch ziemlich schwierig, diese richtig zu erfassen, beziehungsweise viele zeichnen dann hier harte Kanten beim Kinn und hier da unten beim Kiefer, dass das Ganze noch mehr betont wird, obwohl man, natürlich liegen da die Schatten, aber oft ist es viel besser, wenn man bei solchen Sachen diese
nur mit einer Fläche betont oder dann effektiv weglässt und nur die Aufsicht hier betont, weil der Betrachtende sieht dann schon, okay, das Gesicht schaut nach oben, dann ist der Hals hier lang gezogen und so kannst du besser dein Bild retten, als es hier mit falschen Akzentuierungen kaputt zu machen beim Kinn und beim Kiefer. Weil das wirkt dann viel zu streng, viel zu hart im Vergleich zur Spannung, die eigentlich da ist. Also diese Stelle ist noch ziemlich tricky. Da würde ich eher dann effektiv diese weglassen, obwohl es einen richtig reinzieht, diese zu betonen. Also da haltet euch da lieber zurück bei dieser Kinnpartie, Hals- und Kinnpartie. Und fokussiert euch dann eher aufs Gesicht und auf das Hemd oder auf den unteren Bereich, je nachdem, was da passiert. Da kann man dann weniger falsch machen. Also falsch. Da kann man dann einfach die Stellen betonen, die effektiv wichtig sind. Und da muss ich aufpassen bei ihm, weil da gibt es ganz wenige. Jetzt bei ihr ist ganz viel schwarz und bei ihm ist wirklich nur wenig da. Und vieles im Gesicht liegt im Licht. Er ist mehr so strichartiger und sie ist eher malerischer. Also bei ihr sprechen dann die Formen und die Tonalitäten eher die Sprache und bei ihm sind es wirklich Strichzeichnungen, also eher die Umrisse, die hier deutlicher hervortreten, auch bei den Haaren. Da ist alles so ein bisschen verschwommen im Schatten und er ist da wirklich sehr deutlich. Und ihre Augen vielleicht auch noch. Aber da kann ich dann mit Strichen dann Akzente setzen. Okay, jetzt mal die Hand. Die ist auch ganz stark. Okay, ich nehme mal die andere Kohle. Mal schauen, ob die nicht zu klein ist, die Hand. Die ist doch relativ breit jetzt in der Vorlage. Also eher eine kräftige Hand. Und auch hier liegt vieles im Schatten. Auch diese Hand werde ich, also sicher da unten in den Füßen, also in den Füßen, in den Fingern eher andeuten. Ich mag, wenn die Hände ein bisschen knochiger sind, ein bisschen mehr Leben erzählen, Geschichten erzählen. Und da kann man auch wunderbar da die Struktur dann ausspielen. Ja, das ist zu viel Gebastel hier. Das nehme ich mal weg. Jetzt hat er korrigiert mit dem Gummi. So. Also, zack. Voilà. Ja, an den Händen könnte man sich wirklich da verlieren in den Details. Okay, jetzt nehme ich mal wieder die kleine Kohle. Das ist ein bisschen ein Gleichgewicht in der linken und rechten Seite schaffen, dass das Bild hier nicht raushaut, dass ich da genug Tiefe und Gewicht habe. Ich denke, das kann ich so hier machen, dass sie da, genau das passt schon, dass ich hier mehr Zeichnung in der Kleidung gebe. Okay, jetzt gehe ich mal zu den Haaren, die möchte ich auch noch ein bisschen mehr betonen. Nur so eine grobe Fläche. Das ist ja das Tolle an der Kohle, dass man so großflächig einfach mal eine Tonalität setzen kann, egal ob das jetzt genau ist oder nicht, also eher nicht. Und sich dann in der Form selber dann später die Details heraussucht oder sich da daran orientiert. Wie gesagt, immer vom Gesamten ins Detail rein. Also nicht da irgendwo anfangen, fertig machen und dann zur Nase und weiter nach links, nach rechts beziehungsweise. Sondern wirklich das Bild im Gesamtstadium
immer im Auge behalten, ein bisschen zurückgehen, anschauen, wie das wirkt, wo man was machen könnte. Also ich denke mal, das Grobe steht. Jetzt werde ich wirklich nur die Details betonen hier. Und zwar fange ich mit Ihren Augen an, weil der Blick, wenn die Augen stimmen, dann ist das Bild so gut wie gerettet. Und wenn ihr jetzt eine Augenpartie zeichnet und ihr seid nicht unbedingt sicher, so wie ich jetzt, wann fertig machen und wann nicht, oder ob das jetzt noch oder so okay ist oder noch nicht ganz, dann lasst das lieber sein. Lasst die Partie eher ruhen und korrigiert nicht allzu viel darin, weil da kann man sehr viel, sehr schnell versauen und kaputt korrigieren. Ganz, ganz schnell bei den Augen und auch beim Mund, bei der Nase. Das sind so wirklich diffizile Stellen, die da wenig verzeihen. Was natürlich immer geht, sich da frei auszuspielen, sind die Haare. Da kann ja keiner sagen, ja, das ist jetzt richtig oder falsch. Die liegen einfach so, wie sie liegen. Und beziehungsweise auf dem Bild zu sehen sind, sollten ungefähr schon ein bisschen nicht realistisch, aber glaubwürdig erscheinen oder gesetzt sein, also natürlich zum Bild passend, zu der ganzen zeichnerischen Topografie hier drin. Also nicht jetzt Haare wirklich schön zeichnen, sondern dass der Strich da auch überall ein bisschen durchscheint. Und hier haben wir eine harte Kante beim Gesicht. Wie gesagt, er ist da wirklich mehr so ein, nicht Strichmännchen, aber er ist wirklich sehr Umriss betont. Im Gegensatz zu ihr, wo sie wirklich dann mit Flächen arbeitet. Wir haben hier schon harte Kanten, aber natürlich viel wesentlich weniger. Hier kann man ruhig nur den Umriss betonen, dass die Figur ein bisschen so einen Halt bekommt, einen Rahmen bekommt, wo sie dann effektiv ist. Und der Rest, den lasse ich da weg, das ist effektiv nicht wichtig. Wichtig ist dann die Akzentuierung im Gesicht. Und wenn ihr so freie Arbeiten macht, dann ist weniger wichtig, dass die Anatomie stimmt, sondern schaut, dass das Licht stimmt, dass die Schatten stimmen. Und dass das eher korrekt ist oder überzeugend ist. Weil das nimmt einen ins Bild rein. Und nicht unbedingt, ob der Mund jetzt verschoben ist, ob die Nase kürzer, länger ist, das ist dann egal. Aber wirklich die... Das Licht, das Schattenspiel, das ist wie primär wichtig. Und jetzt da könnt ihr ruhig auch in den Schatten ein bisschen die Figur betonen. Sie liegen ja aneinander, also seine Kleider werden wahrscheinlich irgendwo hier aufhören. Ich sehe es nicht richtig in der Vorlage, da ist alles schwarz. Aber ich denke, das passt schon, das kann man gleich ein bisschen so hier auch betonen. Dass man auch in den Schatten die Figuren besser wahrnimmt. Nicht zu viel, dass da nicht zu schwer wird, weil das ist wichtig hier. Noch die Hand dann. Muss ich schauen, habe ich noch Batterie? Wunderbar. Okay, jetzt mal in hier. Wie gesagt, die Kinnpartie ist auch so ein Teufel. Auch hier nicht das Ganze in Schwarz setzen, sondern wirklich den Eigenschatten betonen hier. Hier haben wir einen kleinen Reflexschatten, aber das ist so marginal hier. Ich denke, man sieht schon, dass sie da so
So ungefähr wäre der Hals, könnte ich mir vorstellen. Und das genügt schon, diese zwei, sonst versaue ich es. Wichtig ist hier sein Mund. Ich mache mal seine Lippen ziemlich in einem Strich nach unten, so dass sie in den Schatten reinliegen. Und dann die Lippen unten, den Schatten der Unterlippe, ist wichtig, weil die Oberlippe habe ich jetzt ein bisschen zu viel Kohle drin. Dann nehme ich das Licht ein bisschen raus. Seine Lippen noch ein bisschen zu dick da oben. So. Wichtig ist hier jetzt bei den Lippen, dass man da ein bisschen die Zähne sieht, dass man, hier habe ich jetzt noch ein bisschen zu wenig, dass man das leichte Lächeln wahrnimmt. Das trägt ganz viel bei zu der Stimmung im Bild, zur besseren Lesung oder Wahrnehmung der Personen. Das ist ein kleines Detail, aber es ist ziemlich wichtig. Ein bisschen zu schwarz jetzt im Vergleich zur Vorlage. Ein bisschen muss ich die Zähne noch rausholen. Und auch hier, wenn ihr so Details habt, die effektiv wichtig sind, arbeitet da vorsichtig in diesen Stellen. Bei allem anderen könnt ihr rumsauen, aber bei diesen kleinen Sachen, die man richtig hinbekommen sollte, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und auch hier geht auch nach eurem Gefühl, wenn ihr denkt, also nach dem Gefühl im Bild, in eurem Bild, nicht nach der Vorlage, sondern was für euer Bild dann effektiv stimmt. Weil die Vorlage ist eine Fotografie und ihr habt eine Zeichnung und die hat eine andere Ausstrahlung als eine Fotografie. Also die muss in sich dann selber stimmen. Und da kann man ruhig ein bisschen sich dem eigenen Bild anpassen, dem eigenen Strich anpassen. Ob es jetzt da mehr Zähne braucht, weniger, das sehe ich dann in meinem Bild. Und dann vergleiche ich vielleicht nicht unbedingt 1:1 mit der Vorlage. Ich finde, jetzt stimmt es. Jetzt ist es gut. Jetzt ist die Nase noch ein bisschen zu hell. Hier noch ein bisschen so. Genau, dann betone ich die Rundung da oben. Und da hat er schon fast keine Schatten bei den Augen. Nur noch Augenbrauen. Ein Strich, geschlossene Augen. Vielleicht noch das Lid ganz, ganz leicht andeuten. So, und noch die Backen hier, dass das Licht da von unten kommt, dass man die Wölbung noch mehr wahrnimmt. Und das war's schon. Jetzt noch seine Haare, so wunderbar gelockte Haare. Da kann man ein bisschen rumspielen hier, das gefällt mir immer. Mache ich so ein bisschen Chaos und dann hier eine harte Kante, zack. Okay. Die deute ich nur an, dass man ungefähr weiß, wie sie fallen. So, das Ohr ist auch nicht mehr so wichtig. Vielleicht noch ein paar Details rein, die Ohrmuschel hier, da, zack. Dann haben wir hier schon das Kinn. Jetzt muss ich noch schauen, die Lippen noch ein bisschen schwärzer. So. Okay. Okay, ich denke, wenn ich da jetzt noch mehr mache, dann mache ich es kaputt. Ich lasse das jetzt mal sein, obwohl ich da noch mehr gern machen würde. Aber lassen wir das jetzt. Bei ihr ist okay, ich denke mal, ich lasse sie jetzt so. Vielleicht hier noch ein bisschen die Augenpartie. Hier noch die Haare. Das ist wirklich ein harter Cut hier zwischen Stirn und den Haaren. Der Kontrast hier ist hier sehr, sehr stark. Da kann man auch ruhig ein bisschen mehr betonen, aber auch nicht zu viel, dass es nicht vom Gesicht ablenkt. Okay, jetzt gehen wir mal zur Hand. Und ich sehe, die Hand habe ich ein bisschen
Ja, ein bisschen zu flach. Aber ich mache sie ein bisschen so, dass sie passt. Okay, in sich stimmt das. Die Hand ist glaubwürdig. Ist jetzt nicht ganz so 1 zu 1, also 1 zu 1. Ich könnte sie noch ein bisschen breiter machen. Die hat ein bisschen mehr Leben. Das muss nicht sein. Die ist effektiv breiter. So, der Daumen hier. Okay. Ja, und die Figuren im Café Lemitz waren ja, das war alles Mögliche, also alle möglichen Personen, die dort verkehrten. Das waren ja Ende 60er Jahre. Und das war nicht mehr, also natürlich nicht mehr, es war nicht so eine hippe Szene wie jetzt an der Reeperbahn. Ich war noch nie an der Reeperbahn, aber ich habe es gehört, gelesen, mich da ein bisschen informiert. Jetzt sehe ich gerade, der Daumen stimmt nicht. Und ja, solche Szenen, solche Figuren würde man heute vielleicht nicht antreffen, vielleicht in einem anderen Land, aber das ist schon einzigartig, was wir hier mit seinen Aufnahmen haben. Das ist Blödsinn hier mit dem Daumen. Ach. So. Stimmt das? Stimmt noch nicht. Ah, ihr seht, ich kämpfe hier, das ist nicht gut. Am Anfang war er vielleicht nicht mal so schlecht. Wo liegt das Problem? Ich mache mal die Hand weiter, weil sonst, wenn irgendwo nicht geht, dann lass die Stelle sein und macht irgendwo weiter, weiter. Irgendwo weiter, weiter, genau. Man kann natürlich, wenn eine Stelle nicht so stimmt, vielleicht eine andere Stelle besser machen und von dieser schlechten Stelle dann die ablenken. Oder was auch oft, was ich dann in Comics mache, oder was oft gemacht wird, wenn euch Stellen nicht gelingen oder wenn sie euch vielleicht Mühe bereiten, entweder weglassen oder mit Schwarz übermalen. Es funktionieren ganz, ganz viele Bilder, auch wenn sie viel weniger zeigen, als man möchte. Wie gesagt, im Kopf vervollständigt man ganz viel. Also man muss effektiv nicht so viel zeigen, wie man denkt. Hier die Fingernägel, die deute ich mal ein bisschen an. Die sieht man nicht, aber es stimmt dann für die Hand. Die Knöchel könnte ich noch ein bisschen akzentuieren. Die kann auch ein bisschen so, ja, verbraucht sein, die Hand natürlich. Die ist mir noch zu hoch hier. Das ist eindeutig zu hoch. Hier mache ich noch seine Haare rein. Sein Kopf, genau. Okay. Habe ich noch Batterie? Sehr gut. Ja, ich denke, wenn jetzt mir der Daumen mehr oder weniger gelingt, kann ich das Bild sein lassen. Ja, das ist ganz viel Schatten. Ich mache jetzt einfach mal den Schatten rein und der Daumen wird sich dann schon finden. Da ist irgendwie das Hemd, das kann man andeuten. Faltenwurf, hier der Anzug. Da vielleicht noch etwas ein Knopf. So, dass man sieht, okay, das ist das Hemd. Und da kann ich an dieser Stelle hier auch den Daumen einzeichnen. So, hier an den Knochen. Der zweite. Und den lasse ich jetzt verschwinden. Ist soweit okay. Das ist ein Hemd, das kann man auch zeigen. So.
Die Hand liegt ziemlich eng am Kleid, nehme ich mal an. Und darum verbinde ich sie mit den schwarzen Strichen, dass man das auch so wahrnimmt. Und der Daumen ist, naja. Ach, komisch, wieso geht das heute nicht? Heute ist nicht mein Daumentag. Okay. Falschen Muskeln gezeichnet. Na, so wäre es ein bisschen genau. Die Hand hier ist ein bisschen. So. Jetzt ist der Daumen. Wisst ihr was? Ich lasse den Daumen nach Vorlage weg. Das gefällt mir hier so überhaupt nicht und mache jetzt meine Version, wie ich jetzt das sehen würde oder interpretieren würde. Also so frei muss man sein, weil mit der Vorlage so komme ich irgendwie nicht klar. Ich mache das mit mir und zwar zeichne ich ihn sichtbarer, mit dem sichtbaren Fingernagel, Daumennagel in diesem Fall. Ungefähr so, ist ein bisschen klobiger, aber ich finde, das passt besser. Zu der ganzen Situation, zur Figur, ist glaubwürdig. Vor allem ist es glaubwürdig. Es muss ja nicht richtig sein. Es muss glaubwürdig erscheinen. Und dann nehme ich ihn ein bisschen ins Licht. So, das genügt. Okay. Da ein paar Falten rein. So, that's it. Passt für mich. Sitzt das? Okay. Das ist gut. Jetzt noch sein Hemd noch ein bisschen reinzeichnen, ein bisschen so die Richtung aufnehmen. Das gibt einen schönen Unterschied, dass die einzelnen Elemente auch ihre Schattenwurfrichtung haben. Da ist noch sein Hemd, kann man auch noch zeigen. So, dass sich da irgendwo verliert, genau. Bei ihr sehe ich da jetzt wenig, keine Ahnung, was sie da unten hat. Ich werde das ein bisschen noch im Schatten zeichnen. Wahrscheinlich ist das eine dicke Jacke, die sich da wölbt, unter ihrem Kinn. So. Ja. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt da jetzt eine harte Kante gezeichnet hätte, das wäre ein bisschen in die Hose gegangen. Darum wichtig ist effektiv die Augen, die Hand, das Gesamtbild ein bisschen hier noch. Hier fehlt mir noch die Schwärze, ein bisschen Gewicht. Und dann das noch hier. So. Was kann man noch machen? Hier noch vielleicht. Okay, die Hand vielleicht ist noch sehr weiß. Die kann ruhig mehr im Schatten liegen. Die Finger hier unten auch noch akzentuieren. So. Wunderbar. Batterie haben wir, sehr gut. Ja, ich denke mal, das ist okay. Jetzt, wie gesagt, das Ganze auch noch datieren. Wir haben 29. April. Ich mache das jetzt. Okay, und jetzt noch zum Tipp bezüglich der Fixierung von Kohle und Kreide vielleicht. Was ich nicht machen würde als erstes, ist vielleicht keine Haarsprays verwenden, wenn es der Notfall verlangt, vielleicht. Aber grundsätzlich keine Haarsprays, weil da ist Chemie drin. Und ich weiß nicht, wie sich diese Chemie auf das Papier auswirkt, auf die Kohle auswirkt, wie das in 2 Wochen, in 5 Monaten aussieht. Vielleicht ist alles ausgebleicht oder gelb geworden oder sonst was. Darum lasst eher die Finger von dem und wählt lieber konventionelle Mittel aus. Es gibt Sprays aus der Dose. Ich benutze sie eher nicht, weil das ist mir zu teuer. Ich benutze dann lieber so etwas hier.
Ich blende euch das dann besser ein, die Bilder. Ich weiß nicht, ob man das jetzt genau sieht. Das ist so ein Metallstift, den kann man biegen und mitnehmen und wieder ausklappen. Den steckst du in ein Gefäß rein, ja, vielleicht ein Marmeladenglas, was auch immer, wenn du unterwegs bist. Und dann kannst du einfach das ganze Bild dann dementsprechend je nach Aufwand besprayen mit purer Lungenkraft. Diese Fixative kaufe ich dann immer beim, ja, im Fachhandel. Es gibt ja so Literflaschen, die kannst du dann nachfüllen lassen. Ist viel günstiger als irgendwelche fertigen Sprays von namhaften Unternehmen. Und das reguläre Fixativ, also bei uns, ich kenne das als Fixativ, ich kaufe es beim Drogeriehändler bzw. im Malergeschäft, die haben das auch. Du kannst eine Literflasche kaufen, 2 Liter, je nachdem wie viel du brauchst. Und dann kannst du dementsprechend deine Menge abfüllen, die du brauchst. Und auch hier nicht zu viel, ungefähr so ein Abstand, also 50 cm, 40. Und dann lieber in Schichten nicht einmal das Ganze nass machen, sondern eher 2-3 Mal, je nach Motiv, vielleicht sogar 4 Mal, das durchgehen, trocknen lassen, dann nochmals drauf trocknen lassen, nochmals drauf. Ich glaube, 3 Mal sollte reichen. Bei farbiger Kreide muss man da wirklich aufpassen, weil das Fixativ kann die Kreide, die Wirkung, die Intensität, Sättigung ziemlich zunichte machen und die Farben blassen dann ab und verlieren ihre Leuchtkraft. Also da musst du vorsichtig sein. Bei Farbstiften muss man vielleicht nicht unbedingt, aber kann nicht schaden. Auch da probier zuerst mal aus, wie das überhaupt aussieht. Lass die Bilder mal, also die fixierten Beispiele mal wirken über eine Woche, 2 Wochen, damit du siehst, wie das überhaupt dann am Schluss aussieht, ja, wie das Papier mit dem Spray interagiert und wie es darauf reagiert vor allem. Also wie gesagt, Sprays ist auch ein bisschen Materialschlachten, hast du überall Sprays und das, also besser wirklich eine Literflasche abfüllen, klein dabei haben, das Ganze schnell sprayen. Ich habe jetzt keine Flasche dabei, weil die ist leer. Ich müsste sie jetzt neu kaufen, jetzt vor allem für die Montagskohle. Ja gut, danke euch fürs Zuschauen. Ich werde diese Woche sicher noch ein Video rausbringen über den Aufbau von Zeichnungen. Lasst euch da überraschen. Ich wollte es letzte Woche rausbringen, aber es ist wie zu viel Material, beziehungsweise ich war noch nicht zufrieden. Und darum diese Woche lieber guter Content statt schnell mal was raus. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Freude beim Zeichnen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald.